Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid beim Fazit zu Rome Invasion. Ja, ich werde meinen enormen Spaß haben, hier über das Spiel zu schwärmen. Gleich vorweg, ich werde das Spiel voll hypen, weil es einfach nur ein grandioser Titel ist. Und warum, werde ich hoffentlich im Fazit vermitteln können. Ja, wir haben die Standardpunkte, die ich als erster durchgehe. Ist zwar ein bisschen unfair für einen Kickstarter-Prototyp, daher kann ich nicht alle Punkte voll erklären bzw. beschreiben oder durchgehen, aber wir beginnen mit dem ersten Punkt, das Material. Also für einen Prototyp ist das schon ein wirklich ein sieht das schon sehr fertig aus. Wie gesagt, das ist ein ja, Pre-Production Sample sozusagen, also der Status des Kickstarters, der ist schon richtig weit. Wenn ihr das also unterstützt, ja, wird es nicht so lange dauern, bis das wahrscheinlich dann produziert wird mit ein paar kleinen Änderungen, ja. Und alleine schon hier hat man sehr schöne Trays gemacht, die man natürlich auch verschließen kann mit schönen Deckeln, die wirklich gut drauf halten. Ihr seht, da passiert gar nichts. Ja. Das ist super. Also das ist schon mal toll. Dann auch die kleinen Schrauben hier, die man in die Würfel rein schrauben kann. Und das ist die nächste Innovation hier. So, Leute, sieht ein cooles Dice-Crafting aus, finde ich. Ja, die Balance leidet nicht darunter, weil die haben ja natürlich alle das gleiche Gewicht. Das Schrauben geht easy von der Hand. Meine Frau liebt das auch. Klar muss man sagen, ja, jetzt werde ich sagen, die sind natürlich ein bisschen klein und für dicke Finger vielleicht ein bisschen schwierig zu graben. Aber man kann die auch nicht größer machen, sonst wäre der Würfel so fett. Ja, also es liegt auch an der Natur der Sache. Aber Fakt ist, man kann mit denen wirklich gut arbeiten. Ja, außer man hat wirklich dicke Finger, vielleicht dann ist es ein bisschen schwierig, aber ansonsten Ast rein, ja, auch die Würfel hier raus reinschrauben, das ist so schnell erledigt und es macht auch Spaß und ist ein befriedigendes Gefühl und die Würfel fühlen sich toll an, wenn das so bleibt, ja. Also auch hier, da hat er lange geforscht und lange probiert, wie er denn das dann am besten umsetzen kann und natürlich auch mit den Firmen darüber gesprochen und da rausgekommen ist ein toller Kunststoffwürfel, den man super modifizieren kann. Toll, ja. Dann das nächste ist, das Artwork ist grandios. Grandios ohne Ausnahme. Die Karten sehen einfach nur super aus, ja. Seht euch das mal an hier. Das ist tolles Endzeit-Artwork, kann man so sagen. Das ist wirklich toll gemacht, ja. Oder hier ein Sniper Tower. Oder hier ein Gegner von der Invasion hier. Ja, und es gibt da noch so eine schöne Karte. Wartet mal, meine Lieblingskarte. Ich hoffe, ich finde sie gleich. Die habe ich erst gestern beim Spielen gesehen. Da müsste ich jetzt das ganze Deck wahrscheinlich. Ah, da ist sie. Oh, wow. Ich liebe dieses Artwork einfach, ja. Obwohl die Erde schon so zerstört ist, auch thematisch geil gemacht, geht hier eine Blume auf quasi und ihr seht hier eine Biene ranfliegen oder eine Hummel oder was das ist. Ja. Ist das nicht ein schönes, cooles Artwork? Das ist meine Lieblingskarte. Und ja, da gibt es echt nichts zu meckern. Linenfinish haben wir nicht. Ja, keine Ahnung. Kommt vielleicht noch, aber schön dicke Tokens. Dann haben wir hier ein Double Layer Board bei den Player Boards. Das ist ein Muss natürlich, ja. Denn sonst werden die hier verrutschen. Und das ist essentiell Double Layer Boards. Ja, super gemacht. Hier hinten haben wir sogar Linenfinish, ein ganz dickes Linenfinish, extrem rau. Ja, cool gemacht. Und ihr seht schon, qualitativ ist das Ganze hier wirklich jetzt schon erste Sahne, kann ich nicht anders sagen. Ja, Spieleranzahl. Es geht ein bis zwei Spieler und ich kann euch sagen, wow, ist das Ding geil. Ja, in jeder Spieleranzahl. Es macht solo voll Spaß und es ist zu zweit im Koop-Modus und im PvP-Modus lustig. Und meine Frau ist ja eigentlich generell nicht so der Karten-PvP-Spieler. Ja, also manche Spiele mag sie, aber es ist schwierig. Jetzt kommt sie wieder langsam in Magic rein. Aber auch der PvP-Modus findet sie extrem geil, weil das Spiel ja eigentlich ein Verwaltungsspiel gegeneinander ist, wo du dir zwar Schaden zufügst, aber nicht direkt mit Angreifen und Verteidigen. Ja, sondern ich mache einfach Schaden auf die Rüstung oder direkt Schaden, muss aber das Ganze nicht verhalten. Ja, also toll, jede Spieleranzahl voll zu empfehlen. Solo-Modus super, weil es kein Punktsystem Solo-Modus ist, wie in vielen anderen Spielen auch, sondern ihr versucht ja aktiv einen tollen Bot zu vernichten oder zu überleben.
Ja, dann die Dauer. Hier steht 45 bis 95 Minuten. Also in dieser Zeit haben wir noch kein Spiel geschafft. PvP ist möglich. Klar, 1,5 Stunden haben wir locker gespielt an so einer Partie. Unter einer Stunde noch nicht. Ich glaube, da muss man das Spiel viel, viel öfter können und auch das Ganze noch, dass man die ganzen Phasen flüssiger durchspielt. Es ist ja nicht komplex, nur du kannst halt viel machen. Ja. Und es fehlen noch die Übersichtssheets, die kommen aber dann noch. Aber Fakt ist, die Spiele dauern schon eine Weile. Ja. Vor allem Koop dauert länger, weil du sehr viel Diskussion hast. Oder beziehungsweise weil du dich ein bisschen mit dem Gegner natürlich absprichst, ja, da wirst du unter 2 Stunden nicht fertig bei einer Koop-Partie. Also wir zumindest schaffen das nicht. Hat schon länger gedauert. Solo bleibst du auch in dem Bereich von 2 bis 2,5 Stunden, glaube ich. Das ist richtig schön gemacht. Ich werde definitiv heute noch ein Video dazu machen, ein Live-Solo. Mal schauen, wie das wird. Wird echt cool. Und ja, von daher. Es ist schon ein Spiel, das man nicht mal in einer halben Stunde frühstückt, also definitiv mehr Zeit einplanen. Ja, dann die Thematik. Ja, es spielt ja quasi in der verwüsteten Welt vom Vorgänger Rhone und die Thematik kommt mechanisch gesehen natürlich jetzt nicht so rüber, ja, weil die Thematik in diesem Spiel hauptsächlich von dem Artwork kommt, ja. Also es ist ein Optimierungsspiel, in dem ihr Karten ausspielt, die sehr cool aussehen und ganz einfach, banal gesagt, jetzt Ressourcen generieren, Karten abwerfen lassen, Schaden zufügen und so weiter, Karten recyceln lassen. Die können viel, ja, passen vielleicht manchmal zu manchen Fähigkeiten, dass zum Beispiel ein Sammler viele Ressourcen sammelt. Aber Mechanik, es ist ein, natürlich schon ein sehr mechanisches Spiel. Ja. Wie gesagt, das Thema wird absolut vom Artwork getragen. Und wenn ihr das Ganze kooperativ spielt, dann auch noch von einem tollen Bot. Ja, Preis-Leistung kann ich leider noch nichts dazu sagen. Dazu ist es zu früh. Da müsste ich mit Stefan noch mal ein bisschen genau drüber reden, aber das werden wir dann feststellen. Ah, oder wenn er sagen will, werden wir das dann feststellen, was es im Kickstarter kostet. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so ein teures Spiel werden wird. Ja, wir haben einiges an Plastik hier. Wir haben hier 460 dieser Schrauben. Ja, die werden jetzt nicht so extrem teuer sein zu produzieren. Aber wir haben auch 8 fette Würfel dabei. Das Dice Tray weiß ich leider noch nicht, ob es dabei ist. Wahrscheinlich schon. Ja, es war jetzt in der Box auch dabei. Vielleicht per Stretch Goal. Mal schauen. Das ist alles super, was wir hier haben. Und ich kann es euch nicht fix sagen. Ja, also. Wenn ich jetzt schätzen müsste, und ich gebe jetzt wirklich eine Schätzung ab, und das ist auch eine richtig fette Box hier, in der viel Platz ist, auch für Erweiterungen, vor allem, hat er mir gesagt, ist die auch so groß, damit dieses große Board hier reinpasst, ja. Also ich würde jetzt mal prognostizieren, was wäre es mir das Ganze wert? Ich würde sagen, so 70, 80 € wäre mir das schon wert, ja, auf Kickstarter, definitiv, denn man bekommt ja auch so ein Spiel, das wirklich lange in der Entwicklung war. Ich habe das Spiel das erste Mal live gesehen in Essen 2019. Also der hat wirklich sein, der steckt sein Leben in dieses Spiel. Ja. Und ich glaube, dass es so in der Preisleistung, in der Preisrichtung sein wird, denke ich mir mal. Und vor allem, es ist ein unendlich spielbares Spiel. Ja. Also das wäre es mir persönlich wert. Schauen wir mal, was es wird. Bewusst höher angesetzt, weil ich glaube, aufgrund der Komponenten auch, ja, dass es dabei vielleicht so rumkommen wird. Aber da lassen wir uns gerne überraschen. Ich auch, ich weiß es noch nicht. Ja. So, jetzt kurz das Trinken. Und jetzt zur Zusammenfassung. Ich könnte so viel drüber sagen. Und es heißt ja immer, ja, es gibt jetzt das nächste neue Hype-Spiel und so weiter. Immer dieser Hype und dann ist es doch nicht so gut und so weiter. Leute, wenn man nur das Geringste für Kartenspiele über hat, ja, dann kommt man an diesen Spielen nicht vorbei. Und das ist ein Spiel, das macht so viel anders als andere Spieler, das habe ich schon oft gesagt und ich kann es natürlich auch aufzählen, was es anders macht. Ja. Es beginnt schon mal. Das ist so viel, ich werde wahrscheinlich gar nicht alles, irgendwas natürlich vergessen. Aber Fakt ist, es beginnt schon damit, dass ihr so viele Karten ziehen, wie ihr könnt, wie ihr möchtet. Ja? Und das hat so viel Verknüpfung
warum er denn das macht oder vielleicht auch nicht macht, viele Karten ziehen. Das ist innovativ. Es gibt, habe ich in noch keinem Spiel gespielt. Ja? Meistens heißt, du darfst bis auf 5 Karten aufziehen oder die Hand auffüllen und so weiter. Nein, du kannst so viele ziehen, wie du willst. Und du musst natürlich dann versuchen, mit diesen Karten haushalten. Ja? Denn alle, die du dann mit deinen Ressourcen würfelst blöd, ja, kannst du nicht viele leisten, aber das ist das Risiko dabei. Und dann kann man sagen, okay, ist zu glückslastig. Nein, Leute, das ist total lustig, erstmal das hier. Und der zweite Effekt ist, alle Karten, die ihr nicht ausspielen könnt, die Strafe dabei ist ja am Ende, wenn ihr neu mischen müsst und die Karten im Müll liegen, bekommt ihr Schaden von den Karten. Ja. Aber der nächste coole Nebeneffekt, also 3 Sachen mit einer Ziehaktion zu erklären, ist ja schon viel, wie ihr seht. Wenn ihr Karten nicht ausspielen könnt und sie im Müll gelegt werden, dann bekommt ihr auch die Ressourcen, die hier auf den Karten abgebildet sind. Also ihr könnt die dann storen bis zu 2 Stück. Ja? Und dann in der nächsten Runde einen richtig fetten Zug raushauen. Ihr bekommt andererseits eine Strafe, andererseits Ressourcen. Andererseits wieder die Option, wie viele Karten ziehe ich jetzt? Ziehe ich nur 4 Karten, spiele die ziemlich sicher aus, bekomme keine Strafe. Oder ziehe ich mehr Karten, bekomme ich Schaden, ja, und bin schneller durch mein Deck und kann wieder neu mischen. Bekomme die Strafe eben oder ich bekomme natürlich auch viele Ressourcen dafür, ja, und kann dann nächste Runde spielen. Also es ist echt Wahnsinn, ja. Und noch dazu, mit den Ressourcen, die ihr euch speichert, hat das Ganze ja noch kein Ende. Wenn ihr die 2 hier voll habt, könnt ihr dann noch den Effekt, der daneben ist, triggern. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt 2 Rote voll, ja, dann gebe ich die 2 Roten aus, kann mir für die aktuelle Runde wieder eine rote Ressource in den Pool legen und dann einen Schaden zufügen, einen direkten Schaden. Oder hier 2 Rüstung bekommen oder einen Neuwürfelwurf bekommen. Ja, auch her, Regeln total easy. Du gibst 2 gelbe Ressourcen aus, bekommst eine davon in den Pool, kriegst hier einen Neuwurfmarker und darfst sogar noch die oberste Karte vom Gegnerdeck in das Garbage legen. Wow! Ja, also so viel, was man hier zu beachten hat, was Möglichkeiten drin sind. Und das alleine schon durch den Gedanken, ihr dürft so viele ziehen, wie ihr wollt. Ja, ich glaube, das war schon echt viel, dass ich mit einer Sache jetzt schon erklärt habe. Und ja, dann ist irgendwie auch cool, dass ihr im Koop, sage ich, im PvP, nicht direkt eigentlich die Einheiten ins Feld schickt, das ist wirklich komplett anders als das Roam, sondern ihr spielt die Karten aus und triggert eben den Schaden, der auf den Karten ausgeführt ist und fügt eben den Gegner so zu und sukzessive wird es dann immer mehr und weniger und natürlich auch spannender dadurch und es fühlt sich wirklich an wie so ein, ja, ein cooles, großes Optimierspiel. Ja, und dann kommen wir zu der nächsten Sache. Wir haben, eigentlich könnte man sagen, ja, Multi-Used-Cards. Denn wenn ihr dann in diese Phase kommt, wo ihr dann die Ersatzteile benutzen dürft, ja, dann habt ihr wieder die Auswahl zwischen 5 Aktionen. Ja, das sind dann die Spare Parts hier. Das heißt, ist wieder verknüpft damit. Wenn ich jetzt sagen will, okay, ich will jetzt mit diesen Spare Parts viel machen, ziehe ich doch mehr Karten. Der Nebeneffekt ist eben wieder, ich bekomme Schaden, aber auch Ressourcen dabei, aber nur weil ich hier die Spare Parts haben will. Ja, und die Spare Parts sind wiederum cool, denn die brauchst du, ja, 3 Stück davon, um den Würfel zu modifizieren. Für ein Stück kannst du diese Trainingsschrauben auf deine Karten legen. Du kannst für 4 eine Startkarte kaufen, die sehr mächtig sind, oder für 6 Stück kannst du dir eine der wichtigen oder coolen, starken Technologien kaufen. Ja, die hier. Wow, ja, also echt Hammer. So, dann kommt das nächste. Was ich auch innovativ finde, ja. Also in den meisten Deckbildern ist so, du hast eine Auslage und da kannst du die Sachen für die Ressourcen von deinen Karten kaufen und gibst sie in den Ablagestapel. Nein, nein, das gibt es ja nicht. Hier ist es anders. Hier trainierst du, das ist quasi neue Karten besorgen. Dann ziehst du 3 Karten von diesem Stack, also für 2 Schraubenschlüssel wohlgemerkt, die du vorher erstmal ausspielen musst, ja, damit du in dieser Phase trainieren kannst. So, wählst dann eine von diesen 3 Karten und ich garantiere euch, es gibt eigentlich keine schlechten Karten. Alle sind irgendwie cool. Ja.
hast schon die Qual der Wahl, nimmst die Karte, setzt sie in dein Trainingslager und darfst schon mal eine grauen Schraube drauflegen, ist dein Fortschritt. Ja, und das Coole ist ja, dass die hier unten Werte haben, habe ich zwei Schrauben drauf, habe ich die Karte trainiert. Denn ich bekomme sie ja nicht in die Ablage von mir. Ich muss sie erst trainieren. Und dazu muss ich mit Karteneffekte wiederum Schrauben rauflegen. Ja? Oder mit den Ersatzteilen. In der Ersatzteilphase kann ich auch quasi einen Schraubenschlüssel oder Ersatzteil eben ausgeben, um diese Karten zu trainieren. Boah, ja, also es macht so viel anders, das Spiel. Und das Krasse ist, das funktioniert. Ja, das funktioniert einfach. Das ist toll. Das war jetzt beim PvP-Modus. Kommen wir mal zum Koop-Modus. Wow. Ja, was man hier wieder gemacht hat. Man hat hier wieder, und das, sowas liebe ich, einen Bot geschaffen, der autark quasi agiert, auch Neumischeffekte hat. Du kannst mit den normalen Standardregeln vom PvP-Modus auch gegen diesen Bot spielen, hast also nicht viel Zusatzregeln, die du beachten musst. Und kannst dich vorerst mal wirklich darum kümmern, den Bot ein bisschen zu lernen, und das ist auch nicht schwierig. Und der Bot macht auch das Gleiche. Ja? Der holt sich Karten runter, trainiert die mit Ressourcen, die dann in sein Deck kommen und natürlich dann stärker werden. Dann hat er noch dazu seine eigenen Technologien, die er benutzt, ja, die hier, die er benutzen kann, ja, und dann euch das Leben schwer macht. Und das macht er dann auch nur, wenn ihr relativ oft neu mischt, ja, und viele Karten zieht, dann bekommt er diese quasi Technologie-Token. Und wenn er zwei hat, also einen pro Spieler im Endeffekt, dann wird er seine Technologien wieder benutzen, und die sind heftig. Ja. Das heißt, ihr müsst beim Kartenziehen noch auf diesen vierten Effekt achten. Was macht der Bot? Ja, wie weit ist sein Deck? Und so weiter und so fort. Und welche Technologien hat der? Das tut weh, richtig weh. Ja. So, das schon mal. Und dann finde ich eine mega innovative Idee, dass du hier zwar, wenn der Bot die Gegner ins Spiel bringt, ja, der bringt jetzt vier Gegner ins Spiel. Im Endeffekt kämpfst du aber immer nur gegen einen. Und warum? Weil der erste Gegner, ja, der liegt hier, der zweite Gegner, der dritte Gegner und der vierte Gegner. So. Und ihr seht das hier. Wenn ihr kämpft, kämpft ihr immer gegen den obersten Gegner, und der hat seine Basiswerte plus alle Verbesserungswerte von den unteren Gegnern. Ja? Wenn ihr den besiegt, dann wird der abgeworfen, und der nächste Gegner hat alle Basiswerte von sich selbst und alle von diesem Bonus, auch seinen eigenen Bonus, ja, den er hier hat. Ja? Also das würde dann so aussehen. Ich zeige das nochmal gerne. Ja. Und das Coole daran ist, ihr müsst versuchen, in der Spielerphase diese Karten, diese Gegner zu besiegen, denn ansonsten fügen sie euch Schaden zu. Und da ist die nächste tolle Mechanik, ja, wenn der jetzt Schaden zufügt, dann rechnet er die Werte zusammen, trifft jeden Spieler mit den Schaden, ja, wird abgeworfen, und der Gegner trainiert wiederum zweite Trainingsfähigkeit, bekommt die Ressource, die er hier abgeworfen hat, als Training, beziehungsweise stort er dann als Ressource auf seinen Trainerkarten. Heftig, ja. Das ist wirklich einfach zu handeln, aber ist innovativ durch und durch. Ja. Wahnsinn, das Ding geht voll ab. Und man hat hier so viele Ideen eingebaut. Ich bin gespannt, was da für eventuelle Erweiterungen bringen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel nicht erfolgreich wird, weil ich bin so begeistert davon. Und Leute, ich möchte jetzt nochmal sagen, das Spiel, oder wie könnte man es erklären? Wir haben doch in den letzten Jahren immer sehr viele Deckbilder gehabt, ja, Deckverbesserungen und so weiter, aber die meisten ähneln sich ja sicher sehr, ja. Karten einkaufen ist meistens immer gleich, Deck mischen und so weiter und alles. Und dann fragt man sich oft, ja, kann da irgendwie noch mal was Neues entstehen? Und dieses Spiel macht so viel anders und hat wirklich so viele neue innovative Ideen drin, dass ich mir denke, boah, das ist so viel auf einmal. Ich glaube, alles, was man noch ändern könnte, das macht jetzt dieses Spiel. Und ich frage mich noch, kann man das noch toppen oder kann man das noch besser machen? Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall,
Das Spiel ist Innovation pur, was Spielmechanik anbelangt. Ein wirklich geiler Titel von einem ja quasi Ein-Mann-Verlag. Und Leute, das erste Rune war schon genial, weil der erste Teil bei Rune Karten hatte, ja, die du dann drehen kannst, haben sie starke Aktionen, musst du sie dreimal drehen und warten, bis die wieder aktiv werden, also voll strategisch. Darum zählt es auch zu meinen Lieblingskartenspielen. Aber das hier ist ein anderes Kaliber. Das ist wirklich ein anderes Kaliber und ich muss das Spiel bewusst voll hypen, weil es einfach geil ist. Ja? Ich bin schon selber dran und drauf, das zu überlegen, vielleicht das Spiel auch noch zu unterstützen. Ich werde wahrscheinlich den Prototyp hier bekommen, ja, irgendwann mal. Wenn die Messe vorbei ist, ganz ehrlich, dann kann ich das wieder weiterspielen. Und so motiviert hat mich echt schon lange kein Titel mehr. Und ich kann Stefan echt nur, oder Stefan, kann ich echt nur gratulieren zu diesem Titel. Es ist einfach, ja, ein Traumspiel, das eigentlich in jede Sammlung gehört. So, jetzt taucht oft die Frage auf, wird es in die Spieleschmiede kommen? Ja, Stefan hat gesagt, wenn sich kein anderer Verlag hervorhebt, um das Spiel zu realisieren, dann wird es definitiv wahrscheinlich in die Spieleschmiede kommen. Ja, kann man nur hoffen. Es wird, denke ich mir mal, wahrscheinlich zu 95% oder 90% in die Spieleschmiede kommen. Ja, außer es kommt da ein Verlag, der sagt, er will es unbedingt haben. Ist natürlich auch eine Geldfrage wahrscheinlich. Aber ich glaube, man braucht sich keine Sorgen machen, dass es auf Deutsch rauskommt. Nur so viel sei gesagt, das Englisch ist wirklich basic. Ja, also astreines Basic Englisch kann man locker verstehen und ist schön zu handeln. Ja, und es bleibt mir nichts anderes übrig als für dieses tolle Spiel meine neue Auszeichnung zu verleihen. Ihr seht ja das neue Badge. Und zwar bekommt es natürlich Gold. Dieses Spiel bekommt den Hot Dice Award in Gold. Hat sich reglich verdient. Hätte ich Platin, würde es Platin bekommen wahrscheinlich. Und das sogar als Kickstarter-Preview. Wie gesagt, ich hatte nicht Gefühl, dass es hier ein Prototyp ist. Es ist ein für mich schon fertiges Game, das durch und durch getestet wurde und gespielt wurde. Jetzt fragt man sich, ja, gibt es irgendwelche Nachteile? Ich tue mir schwer, Nachteile zu finden. Ja, vielleicht möchte man sagen, dass man am Anfang das Gefühl hat beim kooperativen Modus, dass es ein bisschen dauert, bis es in die Gänge kommt, aber relativ schnell wird schon klar, wohin die Richtung geht. Ja, denn wenn du zu zweit spielst, ist auch ein gewisser Diskussionsfaktor da und das zieht das Spiel dann ein bisschen. Ja. Aber das wird dann so spannend. Ja, und schwierig, und vor allem mit drei Schwierigkeitsgraden. Und es ist einfach immer wieder genial zu sehen, wie der Bot funktioniert. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr jetzt Solospieler seid, kauft euch auch dieses Spiel. Es funktioniert im Solo-Modus super. Ja, es gibt keine Einschränkungen zum Koop-Modus, also das skaliert sehr schön und ist ein astreines, geniales Solo-Spiel, was ihr auch dann an meinem Let's Play sehen könnt und da mal reinschauen und reinschnuppern dürft. Ja. Also eine verdiente Auszeichnung für Ron. Ich wünsche ihm alles Gute für den Kickstarter. Am 27.09. meine ich, wird da der Kickstarter laufen. Und da, das ist so ein Ding, Leute, da müsst ihr rein. Da kommt ihr nicht drum vorbei. Ja, das ist wirklich aus vollstem Herzen ein Hammer-Spiel mit viel Innovation. Ja, das war's mit dem coolen Fazit zu Roan. Hat mich echt total gefreut und freue mich schon, wenn das Spiel wieder bei mir zu Hause angelangt. Hoffentlich bald. Ja, und das war's. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr es gefallen hat, lasst mir ein Abo gerne da. Nicht vergessen und die Glocke aktivieren natürlich. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Support Gamer. Ciao.